Folge Nummer, ich glaube, 27. Recht herzlich willkommen und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Danke dafür. Und wir schauen mal, wir hatten den Discover, den wir ja eigentlich, wie der Name schon sagt, zum Entdecken haben, hier auf Reise geschickt, dass der abbaut. War jetzt nicht so die tolle Idee eigentlich, ne? Weil eigentlich sollte der abbauen, aber der ist jetzt hier am Abgrasen. Dem fehlt das Bergbausystem sowieso, weil der halt da in der Hinsicht keins braucht, ne? Ich gehe mal da gerade rein. Jetzt. Und den haben wir ja noch aufgerüstet. Aber was der Thomas noch geschrieben hatte, war ja auch, dass ich da wahrscheinlich habe ich die abgebaut. Das ist die Frage jetzt. Sind hier jetzt richtig alle Airlaser drin? Ich glaube nicht, ne? Dreifach Point Defense ist okay. Point Defense. Das ist ein Airlaser. Airlaser, Doppelbolter-Geschützturm ist auch okay. Und der letzte ist noch ein. Ne, das war schon der, ne? Maschinengeschützturm. Bolter, das ist der R. Das ist der R. Das ist auch. Da. Eigentlich sind wir hier auf dem falschen Weg bei dem, ne? Eigentlich sollten wir die Rs rausnehmen bei dem. Die eigentlich löschen und in vernünftige Schiffe reinbauen. Der weg. Der weg. So, das ist Defense, Defense, Defense. So, können wir noch was dazu bauen, was jetzt nicht Airlaser ist? Titan-Erdbergbau, die beiden. Doppel-Titan-Bergbau, Doppel-Eisenbergbau, Dreifach-Maschinengeschützturm. Geht das denn da noch hin? Ja. Dieses Fenster mal weg. Dann geht's nicht mehr. Okay. Wir haben jetzt nicht genug Kanoniere. Das ist okay. Wir brauchen jetzt hier aber auch keinen. Also, da ist schon ein bisschen was gelb. Rollen geht wieder mal schlecht, ne? Dafür müsste man hier irgendwo noch was anbauen, was fürs Rollen zuständig ist. Haben wir das hier? Trägheitsdämpfer, Korrekturdüsen. Wohl nicht. Dann müssen wir das hier wegholen. Gyrophalanx. Mach das weg. Und mach den größer. Können wir den hier einfach so hinhängen? Ich denke schon, oder? Zack. Dann ist das mit dem Rollen jetzt wieder im Lot, oder? So, wir brauchen noch Kanoniere. Warte, aus dem Baumenü können wir dann rausgehen. Dann gehen wir gerade hier in die Personenanzeige und dafür brauchen wir noch einen. Wir haben aber keinen Platz für Quartiere. Aber wir können hier. Ach, das sind richtige Bergbauleute, ne? Auf der anderen Seite. Die brauchen wir auch hier nicht. Wir wollen mit dem Ding ja keinen Bergbau betreiben. So. Jetzt müssen wir aber irgendwo andocken, um das wieder aufzufüllen. Erstmal ein bisschen zurück hier. Das haben wir noch gekriegt gerade. Metallschrott erhalten. Was gibt's denn hier im Sektor gerade? Ressourcendepot, dann fliegen wir doch dahin. Wo ist es? Da ist es. Natürlich ewig weit weg, aber ist halt gerade so. Ja, da müssen wir Crew anheuern dann, also ein Kanonier auf jeden Fall. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir da Ladung vielleicht noch dementsprechend behandeln. Dreh mal schnell um, bitte. Wo ist der Träger?
So. Und geht er den Schritt dann eh näher, ne? So, sind wir angedockt. Jetzt gucken wir einmal hinein. Wir brauchen Kanoniere. Bergmänner. Kanoniere sehen anders aus. Das heißt, wir brauchen hier sechs waren das, die reingehen. Die nehmen wir jetzt dann auch mit, oder? So, die heuern wir an. Haben wir. Dann zuweisen, damit das da oben weniger wird. So, passt's. Oh. Wieso 18 jetzt? So, dann 16. Haben wir zwei zu viel gekauft. Naja, nicht so schlimm. Wir sind noch gedockt. Und Erze raffinieren. Raffinerieren, oder wie heißt das? Da haben wir jetzt 27.059 und da haben wir 1250 und da arbeiten die jetzt dran, ne? Das dauert 5, 4, 6 Sekunden. Eisenmetallschrott ist hier 18. Geht das jetzt nicht? Das nehmen wir jetzt, ja. Und hier die 18 können wir auch was mit anfangen. Und die 3. Und können wir dann auch nehmen. So, dann ist das durch. Okay. Ah, da unten gibt es den Button alle. Alles klar, das haben wir wieder gut aufgepasst, ne? Gut, das haben wir auch erledigt. Jetzt gucken wir da nochmal rein. Und Crew, Roherze auf in den schwarzes Brett. Ressourcenhandel, das ach, knapp vorbei ist auch, ne? Doof. Ressourcenhandeln, verkaufen. 4,4 Eisen. Liefere. Ach, die wollen Titan haben. Könnte man jetzt sogar. 9,2 und 4,4. Wieso ist jetzt hier kein. Achso, wir müssen es eingeben, ne? 800.000. Verkaufen. So, jetzt haben wir 3,5 Millionen. Das ist das, was der Thomas wollte. Das haben wir geschafft. So, und die wollen jetzt 23.000 Titan liefern haben. Das heißt, hier muss es ja einen schwarzen Bretteintrag geben, oder? Nee, doch nicht. Das ist jetzt komisch, ne, oder? Warum steht das da? Titan geht nicht. Naja, dann ist das so. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Weiß ich nicht warum. Wenn das einer weiß, bitte gerne in die Kommentare schreiben. Wum. So, das haben wir erstmal gemacht. Jetzt ist das Schiff auf sich allein gestellt, in Anführungsstrichen. Machen wir ein Dingens. Ausstieg. Und dann gehen wir auf die Karte und sagen ihm hier, dass er hin und her fliegen soll, oder? Nein, das hat wieder gut geklappt, glaube ich. Rechtsklick ist richtig, ja. Der soll mal. Discover. Soll das mal alles hier entdecken, oder? Na komm schon.
Da kann er nicht so direkt hin. Das bedeutet, er muss noch. Da lang fliegen. So, dann hat er erstmal genug zu tun, oder? Der soll das da mal entdecken. So. Dann haben wir hier die Lady noch. Die ist da unten. Jetzt sollten wir mal in die Lady springen, oder? Das klappt ja jetzt wieder gut, was ich vorhab, ne? So, in Sektor wechseln, in Schiff in Sektor wechseln. Können wir machen. Jetzt gucken wir mal in die Lady rein. So. Karte weg. Können wir mal die Karte wegmachen? Ja. Das ist die Lady. Die sollte eigentlich abbauen. Was hatten die da für ein Symbol? Okay, keine Rekonstruktionsmarke. Das Schiff ist sehr schwach verglichen. Okay, jetzt gehen wir mal in den Baumodus gerade rein. Also, vielleicht sollten wir erstmal nicht mal in den Baumodus, sondern einmal nochmal in das Schiff selber reingucken. Was hat es denn hier? Eisenbergbaugeschützturm. Das heißt, den fliegt runter. Gibt es hier ein Bergbausystem? Nein. Handel. Geschützkontrollsystem. Warte mal, wie viele Slots sind jetzt hier drin? So wenig. Das heißt, das kann man definitiv da reinbauen. So, jetzt sind wir schon mal mit einem Slot mehr unterwegs. Aber wir brauchen Power dafür. Okay, das heißt Baumenü. Irgendwo müsste jetzt noch eine Energiequelle da reinkommen oder sowas. Das sind Triebwerke, okay. Das heißt, ich würde jetzt noch einen Titan-Energiecontainer, einen Generator da noch vorbauen wollen. Nochmal kleiner. Okay, der geht jetzt nicht so wirklich, wie ich mir das vorstelle. Das war zu viel. Obwohl. Das sind jetzt 318. Ich den ein bisschen größer baue. 82 dazu. Ich mach da mal einen hin. Da, ach, das sind immer nur so kleine Schritte. Wow. Ja, das ist ja doof dann, ne? Wie viel haben wir jetzt? 613, ist schon ein bisschen mehr, ne? Dann machen wir da noch was hin. Die sieht natürlich viel schicker aus, die Lady, ne? Aber. So, jetzt haben wir genug, ein bisschen mehr ist es. Dann geht das mit dem Geschützturm schon mal auf jeden Fall. Blöd ist nur, dass wir auch noch den Dingens machen müssen. Da brauchen wir doch noch Energie dazu, ne? Mach den mal flacher. Flacher geht gar nicht, okay. Passt dann da nicht mehr rein. Auch interessant. Hier vorne ist nur ein Platz zum Schießen frei. Okay, dann kommt das hier hin.
Wir machen das jetzt schon mal da dran, weil wir dann nachher das noch umbauen können. Ach guck mal, da sind ganz viele Stellen dran, da kann man überall noch was bauen. Krass. Jetzt müssen wir mal gucken. Aus dem Baumodus können wir schon mal rausgehen, denke ich. Und was haben wir hier im Sektor? Nur ein Handelsposten, das ist schlecht. Dann gehen wir mal auf die Karte. Ressourcendepot. Da ist ein Ziel, wo wir noch gar nicht waren. Kann das sein? Aber wo ist jetzt hier das nächste? Ja. Ich glaube, wir lassen die Lady mal hier. Steigen aus gerade einmal. Aber warte mal, die können wir auf jeden Fall. Nee, da können wir nochmal. Nochmal einsteigen, bitte. Und wir können da auf jeden Fall den einen Laser ja umbauen. Der war ja nur ein Eisenbergbau. Das können wir auf jeden Fall machen. Und kloppen die da rein, ne? Geht nicht. Warum nicht? Weil der Titan ist. Da steht, du musst den Geschützturm um einen Block aus Titan bauen. Alles klar. Das ist jetzt schlecht. Dann müssen wir mal gucken, dass wir einen Titanblock da noch hinkriegen. Das ist so ein Licht. Da gibt es doch so extra so Blöcke. Titan-Geschützturmbasis. Können wir das jetzt da auswählen? Und das machen wir C. Gehen dann dahin. Steuerung C habe ich ausgewählt. Ich glaube, das ist sehr viel Kleinarbeit, dieses Schiff, sehe ich gerade, ne? Ja, Geschützturmbasis. Drücke Shift links T, um den Geschützturmdesignmodus zu öffnen. Shift links plus T. Okay. Krass. Du kannst das Ding selber modellieren. Das ist ja noch ein bisschen was, was wir noch gar nicht hatten, ne? Basis bearbeiten, Körper bearbeiten, Rohr bearbeiten. Basis bearbeiten. Andere Teile ausblenden, okay. Das ist jetzt krass. Was haben wir hier? Koaxialgeschützdesign. Naja, möchte ich nicht. Ich habe da gar keine Ahnung von. Das muss mir noch einer wahrscheinlich erklären. Da muss ich mir irgendwo ein Tutorial für angucken oder sowas. Okay, aber jedenfalls müssen wir ja gucken, dass wir einen Titanblock da drunter kriegen. Das heißt, wie kann ich aus dem Teil raus jetzt mit Escape? Okay. Geschützturmbasis aus Eisen. Basis für Geschützturmdesign. Jetzt muss ich aus der Basis fürs Geschützturm. Das ist ja Steuerung C eigentlich. Und jetzt kann ich denn die einfach entfernen? Geschützturmbasis habe ich. Jetzt tun wir mal da Escape drücken. Jetzt ist die weg. Und jetzt machen wir den Geschützturmbasis. Super, oder? Kann ich gar nicht umändern irgendwie so. Der Block überlappt zu stark über einen anderen Block. Na super. Ich kann den aber nicht kleiner machen. Das bedeutet, dieses schicke Layout, was da gemacht worden ist, kriege ich jetzt gar nicht hin.
Noch besser, oder? Boah. Steuerung C. Steuerung V. Ah, jetzt habe ich's. Und jetzt das Ganze nur in Titan. Ist das jetzt Titan oder ist es Eisen wieder? Ah, das ist wieder Eisen. Weg. Weg. Es ist schon eine Titan-Geschützturmbasis. Warum zeigt denn das jetzt so doof an, da? Okay, ich glaube, jetzt passt es aber. Und jetzt können wir den Titan-R-Laser doch da drauf bauen, ne? Genau. Und den zweiten, den haben wir hier. So. Jetzt ist das Ding schon mal so, dass es das kann. Das ist doch schon mal was, oder? Lauter kleine Lämpchen auch drunter. Energie haben wir genug. Das Teil kann jetzt erstmal fliegen. Nur da fehlt uns noch Bergbausystem drin. Ist aber jetzt erstmal egal. Befehle. Abbauen. Ach so, hier war ja, glaube ich, nichts mehr, ne? Ja, genau. Das bedeutet Karte. Und die Lady fliegt. Warte mal, hier war doch auch noch was, ne? Ja. Die Lady fliegt dahin. Und dann kann die Lady da. So, da ist es ja. Kann die Lady da. Da abbauen. Dann hat die erstmal was zu tun. So, jetzt müssen wir gerade mal gucken. Haben wir die Lady mal da nochmal? Abbauen. Ja, jetzt ist es ausgewählt. Jetzt müssen wir mal gucken. Discover hat noch zu tun. Drei oder vier Sprünge. So, der Miner hat wohl nichts mehr zu tun, weil der kann da nichts mehr abbauen, ne, oder? Genau, das heißt, er muss jetzt woanders hin. Spring mal dahin und bau mal da ab. Aber Dings. Nee. So. Ein Schiff in Sektor wechseln. Anders bringt das ja gerade nichts, weil da müssen wir nochmal reingucken, was wir da für einen Blödsinn haben. Ne? Karte raus. Ach so, das ist so ein kleines Schifflein noch, was wir noch gar nicht. Das müssen wir dann noch revolutionieren. Ich glaube, das machen wir in der nächsten Runde. Gucken wir gerade rein, was ist hier drinne? Hier ist ein Bergbausystem auf jeden Fall drin. Hier ist ein Hyperraum-Upgrade drin. Und wir haben wahrscheinlich die falschen Waffen hier drin. Genau so ist es. Das heißt, mit dem werden wir in der nächsten Runde anfangen, das dementsprechend auszubauen. Wir müssen gucken, dass wir R-Laser noch dafür kriegen. Dafür müssen wir die Mission noch weitermachen. Das hat mir der Thomas ja auch geschrieben. Einführung. Ich habe gehört, dass du jetzt im Besitz von R-Minen-Lasern bist. Dass sie, weil sie nur das Erz aus dem Asteroiden brechen, installier dir doch deinen neuen Mining-Laser und folge dann der Anleitung, die ich dir geschickt habe. Ja, wo ist jetzt die Anleitung? Das ist wieder Anhang. Mach das mal zu, das irritierte jetzt gerade. So, das an.
Ich bin da jetzt noch gerade überfragt. Der Abenteurer schickt mir das und sagt mir das, was ich tun soll. Aber Anhang ist das. Da ist aber kein Anhang. Baue ein oder mehr bei von den Schütztürmen. Das ist. Ja, da komme ich jetzt noch nicht mit klar. Da weiß ich jetzt auch nicht. Quests. Das sind ja die Mails, genau. Jetzt gehen wir mal nochmal hier rein. Ne, I müssen wir haben. Mission. Da ist es. So. Sammle 7000 für Titanium-Erz. Alles klar, das ist die Aufgabe. Ich habe es ja wieder voll verpeilt sozusagen mit der Mission. Aber dann machen wir jetzt erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht das. Falls ihr euch der Folge was Schönes abgewinnen könnt, dann gebt bitte einen Daumen hoch. Würde ich mich sehr darüber freuen. Genauso gern könnt ihr euch die Glocke anmachen. Kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne auch Kommentare schreiben, was ich wieder falsch gemacht habe, aber das ist ja nicht schlimm, ich bin ja lernfähig oder bin ja dann auch derjenige, der versucht, das dann umzusetzen, was wir da letztens hatten, aber ist halt immer ein bisschen schwer, das alles hinzukriegen, aber irgendwie versuchen wir das dann schon. Ja, und dann gerne das Video auch auf anderen Kanälen teilen, dann kriegen wir mit, dass hier so eine Avorion-Geschichte läuft. Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dann, ciao!